Hallo und willkommen zurück zu Two Point Hospital. Wir sind in Svalbard unterwegs und hier bei Karriere gibt es mal wieder ein paar Kudos. Und zwar hier, für 100 Millionen verdiente Dollar gibt es 500 Kudos. Die nehmen wir doch mit. Viel ist nicht mehr, ne? So langsam kommt man mit den Karrierezielen auch gut durch. Und wir machen direkt mal in Svalbard weiter. Den ersten Stern haben wir. Das ist schon mal gut. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe eure Schelte empfangen, wahrgenommen und akzeptiert. An diesem Chaos hier, an diesen Zuständen ist nur einer dran schuld. Das bin ich. Hier fehlt es an Mülleimern. Es fehlt an allem. Also, meine Anti-Hygiene-Politik war wohl nicht die beste Idee. Ich sehe es ein. Ja, also, wir schaffen ein paar Möglichkeiten, um Ordnung zu halten. Es muss natürlich von den Leuten auch angenommen werden. Schön in die Mülleimer kotzen, wenn es sein muss, ne? Hier sieht es auch biestig aus. Also ihr kriegt auch einen. Und da, wo Hotspots sind, wo Kotze Hotspots sind, kommen jetzt nochmal Mülleimer hin. Hier sieht es auch nicht gut aus. Was für Zustände hier in diesem Krankenhaus. Das ist ja echt unglaublich. Der kotzt in Mülleimer, perfekt. Hier an die Ecke noch einen. Hier ist Ektoplasma, da müssen wir auch mal gleich einen Hausmeister hinschicken. Ei, was ist denn hier los? Wie sieht das denn hier aus? Fürchterlich, würde ich sagen. Einfach nur fürchterlich. Hier würde natürlich... Ja, doch, eine Toilette ist da. Hätte ich gesagt, eine Toilette nicht schaden, aber sie ist vorhanden. Okay, jetzt suchen wir mal einen unserer Geisterjäger. Und hier, du kommst mal mit. Und du kümmerst dich mal hier hinten um den Mist. Ist ja nicht wahr. Also. So. Wir haben eine Ausbildung fertig, das ist schön. Personal wird befördert. Dann können wir weiter ausbilden wieder. Es gibt wieder neue Weiterbildungsplätze. Und ich will jetzt gar nicht mehr unbedingt viel mehr Hausmeister einstellen, weil das wären sonst zu viele. Ich glaube, die kriegen das hier irgendwann weggeputzt, ne? Jetzt haben wir noch einen Tipp bekommen. Wegen dieser Option, dass Personal die Räume nicht verlassen darf. Das müsste hier in der Richtlinie drin sein. Automatisch befördern, das wäre natürlich auch noch ein Ding. Aber ich glaube, dann kann ich keinen Einfluss auf die Kohle nehmen. Untätige Mitarbeiter verlassen Zimmer. So. Will ich das? Überlege gerade. Also, wenn ich genug Personal habe, sodass in jedem Raum einer sitzen kann, dann ist das eine gute Option, den Haken wegzumachen. Dann bleibt jeder in seinem Zimmer drin. Aber ich habe viel zu wenig Personal in manchen Räumen und von daher brauche ich eigentlich die Flexibilität, dass, wenn sie nichts zu tun haben, sie in den Raum gehen, wo was los ist. Ich lasse den Haken erstmal. Vielleicht denke ich später noch anders drüber. Aber jetzt kann ich ihn, glaube ich, noch gut gebrauchen. Okay, also Ausbildung hier sind Räume frei. Da schauen wir gleich mal nach, was geht. Die Mitarbeiter weiterbilden, das kriegen wir hin. Die Heilungsrate, da müssen wir auf jeden Fall über die Weiterbildung noch ran. Forschung 3, das läuft auch noch. Und dieses Projekt, das ist bereits in Forschung. Da müssen wir einfach nur die Zeit verstreichen lassen. Und die Frage ist, ja, wie bilden wir jetzt so weiter, dass wir mit der, ja, ich sag mal, mit der Heilungsrate da besser hinkommen. Natürlich machen wir alle Upgrades. Das ist natürlich wichtig hier für den Erfolg dieser ganzen Maßnahmen. Hier fehlt jetzt die Kohle, okay, die kommt gleich. So. Hier gibt es Forschungspunkte. Da soll mal jemand kommen, das finde ich gut. Und hier könnten wir eigentlich eine größere Annahme hinstellen, oder? Aber solange wir hier Warteschlangen haben in der Allgemeinmedizin, bringt das eigentlich keinen weiter. After four rudderless years,
Two Point County has never been in greater need of strong leadership. Okay, ich guck mal, ob wir kostenlose Weiterbildungen noch machen können. So vote for 4 more years of Tabitha Winsock in the mayoral elections. Tabitha Winsock, wrong but stable. Das läuft, oder? Das ist auch schon wieder nicht so richtig gut hier. Irgendwas ist doch da nicht so ganz in Ordnung. Psychiatrie 3 kriegen wir nicht hin. Hier, Allgemeinmedizin 2, das machen wir. Und? Start. Was können wir denn noch machen? Hier können wir eine Diagnostik draufhauen. Dafür haben wir jemanden da. Sehr gut. Es gibt ja auch alles Geld am Ende des Tages. Hier sind keine Weiterbildungsplätze mehr. Hier, Forschung 2. Das müssen wir auch langsam mal hinkriegen. Und jetzt gucken wir bei euch mal rein. Wir könnten uns mal Station 3 holen. Jetzt ist ja gerade ein bisschen Geld reingekommen. Das ist teuer. Das ist zu teuer. Das ist jetzt nicht drin, okay. Jetzt geht's doch. Okay, machen wir. Station 3. Ich mache die automatische Beförderung an, oder? Ja. Das machen wir jetzt. Und das probieren wir und wir beobachten es mal. Ja. Und dann schauen wir mal, ob es da jetzt durch diese Aktion... Oh, das ist aber schön hier eine Beförderung, ja. Ob es da jetzt Warteschlange an Räumen gibt und andere Leute irgendwo untätig sind. Wenn ich das sehe, dann müssen wir es wieder rückgängig machen. So. Die Annahme kommt weg. Wir machen jetzt eine neue. Passt hier nur nicht so toll hin, ne? Ein bisschen eng hier. Ne, dann machen wir doch die andere wieder hin, aber wir bauen eine zweite. Das muss dann hier reichen, okay. Also, nehmen wir die Aufnahme. Machen hier eine hin. Und? Du kommst nur zur Seite, du kommst nicht weg. Ja, und noch ein bisschen hier zusammenrücken. Alles klar, so machen wir das. Die Hausmeister kriegen es in den Griff, das ist gut. Diese ganze Sauerei hier. Wenn du einmal die Jumbo-Head-Offices besuchst, würde ich dich ein Mehl in ihrem 17-Star-Restaurant geben. Jetzt muss mal ein bisschen Geld reinkommen hier. Executives are allowed to eat there, but they do make the odd exception for a humble radio broadcaster now and again. Easy Scan. Da können wir auch mal ran, wenn wir Geld haben. Oh, hier, hey. Das sieht ja alles nicht gut aus. Jetzt kotzen sie alle wieder, oder? Was ein Saustall. Was ein Saustall. Also die Beförderungen laufen automatisch, das ist okay. Können wir alles reparieren hier. Wir brauchen hier jetzt natürlich keine Prio mehr.
Okay, Farbeimer, das muss jetzt noch nicht sein. Wir gucken wieder in die Ausbildung rein. Machen wir das mal so und gucken. Einfach mal von oben nach unten, was wir hier machen können. Mechanik 3, das haben wir noch nicht, ne? Das ist jetzt aber auch nicht so wichtig, glaube ich. Nee. Wenn ich das hier sehe, was es kostet, nein, machen wir nicht. So. Ihr könnt eine Behandlung 2 draufsetzen, das wäre nicht unwichtig. Dann schauen wir mal weiter. Hier könnten wir auch eine Behandlung 2, das machen wir bei nächster Gelegenheit. Und die Geld ist wieder weg. Die Geld ist weg, die Geld. Sowas aber auch. Hier geht echt alles super schnell kaputt in diesem Krankenhaus. Okay. Also kommt wieder ein bisschen Kohle rein, das ist okay. Tja, du machst, was du willst, ne? Nur keine Ausbildung. Das ist sehr eigenartig mit dir, Kollege. Also, ich fange. Standing in Hogsport yesterday evening, I wondered if die Hausmeister sind nicht das Wichtigste. Hier, also, ich habe aber nur einen von dir, gell? Davon könnten wir grundsätzlich noch einen zweiten brauchen, also fangen wir mal so an. Wir stellen nochmal einen Arzt ein. Reizbar, grantig, nö. Übelerregend, nein, danke. Positiv. Oh, hier ist doch schon wieder alles kaputt, hey. So, du machst Radiologie. Und dafür macht der eine jetzt Pause. Geht halt so. Ich brauche ein bisschen mehr Geld, ich will nicht so viel ausgeben. Der Kurs startet. Und hier weisen wir auch gerade die Radiologie noch zu. Beziehungsweise du machst einfach nichts anderes. Hier müssen wir nochmal hingucken. Mein Allgemeinziner, Allgemeinmediziner, den müssen wir nochmal einschränken. Der Genetiker, der kriegt auch alles andere verboten. Hätte da mal früher wieder reinschauen sollen. Aber der Rest, hier passt bei den Ärzten. Ist hier noch was zum Justieren? Nö, sieht nicht so aus auf den ersten Blick. So, die Mechaniker machen keine Instandhaltung. Damit das jetzt mal klar ist. Und der Superstar hier unter den Mechanikern, der macht nichts anderes. Na, Feuer darf er noch löschen. Ja. Ob du auch. Nur das. Und dann ist gut. Und die Geisterjäger, die machen keine Instandhaltung. Die machen nur Geisterjagd. Ja, ja, ja. Ich glaube, so passt das. Und dann wird das doch bestimmt irgendwann mal gut. Es sieht aber auch alles immer noch sehr schmutzig aus hier. Mülleimer sind auch echt voll. Das reicht nicht mit den Hausmeistern. Das reicht einfach nicht. So, hier oben ist auch nichts los. Das ist echt schwierig. Also, es wird sauberer. Das ist doch schon mal okay. Dich können wir jetzt nicht ausbilden. Du lehrst ja selbst gerade was.
Haben wir schon Diagnostik 3 irgendwo? Das geht nur mit dem externen hier für wieder teuer Geld. Also dann mache ich irgendwelche Schulungen, die intern und somit kostenlos sind. Station 3 müsste doch bald gehen. Ja. Und da haben wir einfach noch jemand mit rein. Dann haben wir das auch. Ah, ich bin pleite. Ja. Ach, nehmen wir nicht so eng. Kommt schon noch. Tartan-Telomere. Was ist das? Das kennen wir also noch nicht. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, die Tartan-Telomere. Eine Störung, die oft jahrelang unbemerkt bleibt, bevor sich die ersten Symptome zeigen. Bisweilen verläuft die Krankheit gänzlich asymptotisch. Asymptomatisch, Entschuldigung. Die Störung wird durch ein uraltes Gen hervorgerufen, das besonders in den Bewohnern der Pointy Mountains auftritt und karierte Verfärbungen sowie eine wollige Hauttextur hervorruft. Ab ins DNS-Labor, okay. Das war jetzt nichts, ne? Okay, das war nichts, habe ich verstanden. Da war aber auch echt nicht viel zu machen gerade. Ich glaube, bei nächster Gelegenheit baue ich noch einen weiteren Raum Allgemeinmedizin. Denn im Zweifelsfall habe ich 4 Ärzte, die dort arbeiten können. Umtöpfer muss gewartet werden. Ist doch dran. Wo ist das Problem? Heilungsrat, das ist eine Katastrophe. Super. Wo können wir noch was machen? Hier geht doch was. Instandhaltung 2, da können wir auch noch jemand mit reinhauen. Ja, dann sieht es wieder gleich ganz hässlich in dem Krankenhaus aus. Aber ich nehme das Geld ganz gerne. Okay. Jetzt machen wir Pause. Kopieren gerade mal das Räumchen hier. Weil sonst ist das Geld gleich wieder weg. Okay, und weiter. Schon wieder diese Toilette. Was ist mit der denn die ganze Zeit, bitte? Die ist doch gar nicht verstopft, oder? Ein paar Fliegen, aber das ist doch nicht so schlimm. Stellt euch doch nicht so an. So, was können wir noch machen hier? Das brechen wir nochmal ab. Weil hier passiert ja auch nichts. Okay, also Geld kommt wieder ein bisschen rein. Gefällt mir hier alles nicht, ne? Das sieht einfach blöd aus. Ich weiß zwar nicht, ob das mein Problem ist, aber... Nein, es ist nicht mein Problem. Beim besten Willen nicht. Aber ein bisschen aufgeräumt darf das auch aussehen, alles. Hier ist überall Ektoplasma. Wird mal Zeit für einen Hausmeister. Die machen aber auch alle Pause. Naja, was soll ich sagen, ne? It's time for the traffic report, muss ich wohl einfach so hinnehmen, das faule Pack hier. Really, also, hier fehlt Krankenpfleger mit Behandlung. Stellen wir doch mal einen wieder ein. Charmant ist gut, hungerlaunig ist nix. Das ist okay.
You, sir, are a bore and a Behandlung 1. Next traffic report in an hour. Ja, Medizinstunde, wenn ich das richtige. Das ist okay. Wo bist du denn? Na, komm schon. So, Behandlung. Hier, das ist alles nichts für dich. Spritzenhaus machst du nicht. Frakturstation nicht, den Rest darfst du tun. Das ist gut. Okay, das passt. Jetzt plötzlich hier. Erst war kein Geld da und jetzt ist wieder alles gut. So schnell kann das gehen. So, Spritzmeister, nächster Versuch bitte. Luftsimulator. Sehr schön. Oha, also Personal bitte. Kann mal jemand von euch hier aufhören mit der Pause, bitte? Es ist unglaublich. Was ist hier oben kaputt? Mülleimer ausleeren. Also es ist fürchterlich, wie dreckig das in diesem Krankenhaus ist, ne? Ah ja, das Thema Feuerlöscher, genau. Nach einem Brand sind die Feuerlöscher weg. Machen wir doch mal eine Feuerlöscherkontrolle. Hier fehlt einer. Nummer 1. Was ist beim Spritzmeister? Ist auch keiner mehr, weil die gehen ja weg nach dem Feuerchen. Hier beim Umtöpfer. Ist keiner. Im Zirkus. Ist aber einer. Okay. Dann haben wir hier in dem Gebäude alle. Farbtherapie. Du hast einen. Okay. Hier fehlt er wieder. Herzhaser hat einen. Psychiatrie braucht keinen. Hier sind wir genau richtig. Stellen wir gerade noch einen zweiten dazu. Und der Hausmeister muss mal gerade kommen. Sind jetzt beide weg? Nee, einer steht noch. Einer steht noch. Mach das Feuer aus, Junge. Da ist kein Feuer, du lügst. Du lügst. Okay, eine Beförderung, das ist schön. Ektoplasma, so viel Ektoplasma überall. Ihr macht immer noch Pause, ich werde jetzt langsam echt ungeduldig mit euch. Hat euch denn erlaubt, zusammen Pause zu machen? Schaffen hier, schaffen. Okay, weiter mit unserer Ausbildung hier. Der kann auch nicht. Mechanik 3, also wir brauchen es doch. Okay. Diagnostik 2. Wir müssen einfach weiterkommen hier. Das können wir auch einmal nehmen. Dann haben wir es wenigstens. Diagnostik 3 ist gerade nicht verfügbar. Psychiatrie, dann nehmen wir die noch, ne? So, dann ist die ganze Kohle auch schon wieder verbraten. Krankenpfleger hier. Für Flüssigkeitsbeschleuniger, also diagnostische fehlen. Es fehlt einfach alles hier. Also, motiviert. Du bist dabei. Du machst Diagnostik 1 Ausbildung. Hier wird eine Weiterbildung benötigt. Medizinstudentin. Was nehmen wir denn da? Wir haben doch Penelope Radis. Wir haben doch irgendwas für dich vorgesehen, oder? Müssen wir mal gucken. Allgemeinmedizin.
Was ist denn da los? Warum hast du so eine scheiß Laune? Tja. Angefangene Medizin, Allgemeinmedizin, Einschulung und wieder nichts zu Ende gebracht. Die Motivation, die verstehe ich nicht, Leute, ganz ehrlich. Da weiß man gar nicht, wo man hier anfangen soll, ne? So viele Schulungen, die es hier gibt, das machen wir nicht. Das können wir intern machen. Hier Behandlung 2. Dann geh doch heim. Heimscheißer. So. Oh, oh, endlich. Ich hab's doch versprochen. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sage ich da nur. Und wenn das nicht ein guter Moment ist, um mich zu verabschieden und ja, dann weiß ich es auch nicht. Deswegen sage ich mal Tschüss an der Stelle. Ich glaube, wir kriegen das Chaos ein bisschen mehr in den Griff, aber noch lange nicht gut. Da müssen wir noch mehr machen. Also es fehlen unterm Strich doch die Hausmeister, ne? Da gehen wir beim nächsten Mal dran und die nächste Folge, die mache ich noch in der gleichen Aufnahmesession. Jo, und dann kommen wieder eure Tipps mit ins Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Matze.